Boah, das größte Lehmvorkommen von allen hier auf dieser Map. Glaub, da kommt nichts Spannendes mehr. Gut. Sollte jetzt aber auch, was das Lehm angeht, reichen. Das Lehm? Nee, den Lehm, ne? Der Kakao inzwischen auch schon lauwarm. Oh, komm. Der läuft einem in die Augen. So, 12, ja, die reichen, definitiv. Da kommen wir auf jeden Fall ganz weit mit. Oh, es sind sogar 13. Hm. 3, naja, gut, 6. Habe ich die Schaufel. Ja. Einfach so das gute Werkzeug weggeschmissen. So, während wir mal hochgehen und das hier dann irgendwie anbringen, kann das unten zu Ende brennen. Da wird er schon wieder Nacht, das heißt schon wieder zwei. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Eine Stunde schon. Oh, wow, 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 wow. Eine Stunde, zwei Folgen, ne? Oder drei Folgen? Oder vier Folgen? Oder fünf? Sechs Folgen? Eine Stunde, kriegst du 60 Folgen raus, meine Güte. Hier hoch, da hoch, da hoch, hier hoch, hier hoch, da hoch, gut, okay. Aua, aua, ich blute. Ja, das mit diesen World Align Textures funktioniert prinzipiell, wie man sieht, hier funktioniert es nicht. Das Problem ist, die World Align Textures, die funktionieren nur dann, wenn das eine Notebook ist oder ein Node. Somit hier Meshes und Objects und so funktioniert das nicht. Das heißt, das würde hier immer so scheiße aussehen. Deswegen muss man mal gucken, wie wir das machen mit den Welten irgendwann. Ob da vielleicht mal eine neue Welt fällig wird, wo dann die Mod nicht genutzt wird. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hm? So. 20 bringt auf jeden Fall ein bisschen was. 7. Ach, bei der Gelegenheit. So. Gleich nochmal wieder aufgefüllt. Moment. Ein leichter Lufthauch in kühler Form umkreist meine Füße. Was ist hier los? Ist das Dach undicht? Oh mein Gott, was passiert hier? Es war ein Geist. Ein Geist. Hier spukt's. So. Die Reihe hier über noch auf beiden Seiten und dann sind wir hier eigentlich durch soweit. Ne? Hier unten, das kann man schon mal wegziehen hier wieder. Oh, ich bin besessen! so. Hier einmal. Da einmal. Hier einmal. Und hier auch nochmal. Und dann gehen wir einmal rum und gucken mal, wie viel wir da jetzt verbauen können. Und die Mitte, ja gut, die Mitte, da muss natürlich auch noch irgendwie hier der dünne hin. Können wir dann aber immer noch gleich mal machen. Die Äpfel sind nicht so ganz sättigend, ne?
Na. So. Ach komm. Jetzt habe ich das Boot hier die ganze Zeit bei mir. Das könnten wir eigentlich mal irgendwie setzen. Wobei ich glaube, dass das irgendwie... Aua. Dass es das Entity zählt und irgendwann einfach despawnt. So, 32, das sollte jetzt eigentlich oben ausreichend sein. Das ruckelt hier irgendwie wie Hulle, wenn ich hier langlaufe. Ja, schon, also es geht schon ordentlich was rein, würde ich sagen. Also 32 und reichen ist nicht. Hier müssen auch noch welche ran, ne? Na, gucken wir gleich mal. Aua. Oh, nur eine Fleischwunde. Ja. Doch 18 müssten jetzt auch noch reichen. Das war, glaube ich, eh nur noch die eine Seite und irgendwie von außen, ne? Was natürlich noch nicht berücksichtigt ist, ist hier oben das Dach. Da gucken wir mal. Das ist, glaube ich, nicht ganz... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5... Gucken wir mal. Erstmal setzen wir jetzt mal hier außen irgendwie welche dran. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, ey, Junge. Leck mich doch am Arsch. So, oder was? Und dann so ein Ding mit Ecke. So, gut. Sind jetzt eh alle verbrannt, also von daher, das passt. Das heißt, wir brauchen so ein Ding mit Ecke. Dieser hier, ne? Dieser hier. Den, der nehmen wir nochmal einen von. Und da lag schon wieder irgendein Scheiß über. Frag mich nicht. Gerade jetzt, wo das Gehirn so eine Frikadelle geworden ist. Ja, also. Das muss man auch wieder 1 Milliarde Mal drehen, bis es dann richtig ausgerichtet ist. Ich sehe das doch jetzt schon. Oder? Oder auf Anhieb? Ja, gut. Auf Anhieb gedreht. Zwei oben, drei unten. Zwei oben, drei unten. Und die Ecken? Da guckt einer so ein bisschen raus. Und die Ecken? Da guckt einer so ein bisschen. Ja. Das hat doch gut geklappt. Gut, es sieht halt, wie gesagt, ein bisschen schäbig aus, aber so ist es halt.
der kann weg. Und... Ui, der kann weg. Und der kann weg. Gut, jetzt brauchen wir von den Platten noch irgendwie welche. Dann kann das hier eigentlich auch gleich wieder weg. Von den Platten, von den ganz dünnen Platten. Oh, hier mal hier zwei und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das reicht nämlich nicht. Reichen acht? Acht reichen nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel. 24. Oh, was funktioniert. Hey. Gut, dann gucken wir doch mal. Wie haben wir das denn hier ausgerichtet ursprünglich? Gut, man kann hier nicht springen, alles klar. Man kann hier nicht springen. Dann so. Die sind 3 nach oben. 3 nach oben, okay. Da schauen wir doch mal, ob wir die platziert bekommen. 3 nach oben. Ja, passt. Läuft. Wunderbar. Jo. Da würde ich sagen, Dach ist durch. Können wir hier den ganzen Scheiß nämlich wieder wegholen. Wow. Upsa. Ja, dann... Natürlich, die Schaufel geht jetzt genau kaputt. Das sieht irgendwie falsch aus. Gut, hier fehlt aber auch noch der Abschluss. Haben wir den eigentlich in Holz gemacht? Den haben wir in Holz gemacht, ja. Mit einem Zweierfenster. Okay. Holz und ein Zweierfenster. Ich glaube, das kriege ich hin. Holz habe ich noch und Fenster habe ich auch noch. Das müsste reichen, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir nochmal... Hallo? Dann gehen wir nochmal eben hoch. Und dann gucken wir noch mal. Und ein Zweierfenster. Jo, das ist doch hübsch. Wieso kann man denn da kein Wind blenden, wenn man den Jungen hat? Turm noch drauf und dann... Da fehlt noch ein Holz. Der Turm müsste aber schon irgendwie... Das müsste irgendwie eins höher, oder? Das müsste eins höher. Das ist aber kein Problem. Wir haben ja alles Material noch da. Wir bauen es einfach eine höher da oben, dann sieht das, glaube ich, ein bisschen angenehmer aus. Abgesehen davon ist es eh ein Turm, also von daher ein Turm ist halt höher.
Gut, dann dahin, 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 dahin. Du. Dahin. Du. Dahin. Dahin. Dunkel, man sieht mal wieder nichts. Das ist aber okay. Habe ich denn eine Fackel? Ja, ich habe eine Fackel. Oh, man sieht was. Dahin. Dahin. Dann können wir hier eigentlich auch gleich mal zubauen, oder? Dahin. Dahin. So. Dann machen wir das hier ganz genauso. Jetzt haben wir ja Holz, jetzt kann man es ja auch benutzen für alles Mögliche. Beziehungsweise müssen wir ja auch. Ja. Sudele. Der Türmchen, das wird. Und das Türmchen, das ist ein bisschen breiter. Als. Ja, gut. Das, da haben wir ja mit gerechnet. Da müssen wir uns auch ein paar von setzen hier. Machen wir hier mal irgendwie Licht. So. Und 1000 Mal mit dem Schraubendreher rumhantieren, dass das dann auch passt. Und hier auf der Seite machen wir das Gleiche. Ja, mit der Decke müssen wir mal gucken. Die machen wir, glaube ich, trotzdem auf der Höhe dann zu. Das geht halt nur darum, dass es das auch von außen so halbwegs vernünftig aussieht. Ja. Och. Da würde ich doch mal sagen... Gleich irgendwie viel harmonischer hier. Ja, da muss jetzt noch ein Dach drauf. Da gucken wir mal, ob wir das vielleicht irgendwie so schrägenmäßig und dann da offen lassen. Erstmal müssen wir schauen. Wir können die natürlich auch benutzen, dass man dann von innen so ein bisschen so einen Kontrast hat. Verstehst du hier mit Lücke und so, ne? Och, ey. So. Und hier dann Schrägen ran oder was? Keine Ahnung. Würde das gehen? Das wird ein bisschen sehr zackig aussehen, oder? Kann ja hier mal spaßeshalber mal so eine dran setzen. Ach nee, scheiße, geht gar nicht, weil die breiter sind als. Schade, Schokolade, würde ich sagen. Wir machen hier mal zu. Natürlich. Ja, wir drehen einfach 1000 Mal hier irgendwelche Sachen. Und da ist auch irgendwas verdreht jetzt, ne? Das ist
ist doch auch wieder kacke hier. Außerdem sind meine ganzen Werkzeuge gleich alle kaputt. So. 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 So ist schön. Ja, ihr seht das Problem, was mit diesem Raum hier ist. Man kriegt hier halt nichts Vernünftiges rein. Ja. Gut, aber die Idee hier mit dem finde ich tatsächlich gar nicht so ungeil. Vielleicht kommt man den hier noch irgendwie an. Nee. Ah, da werde ich mir schon irgendwas dran ausdenken. Ups, wir machen erstmal das auf der anderen Seite ganz genauso hässlich. Schön machen kann man es dann ja immer noch. Och, ey. Schraubendreher reicht wahrscheinlich sowieso nicht. Gut, die kann man so platzieren. Ach, nee. Der Rest muss dann 1.000.000 Mal gedreht werden. Oder wenn man die hier so ranplatziert. Nee, wenn man die so ranplatziert, dann geht das. Ja, gut, dann machen wir das doch. So, und bei der Gelegenheit. So. Ein sehr hoher Raum. Den kann man eventuell... Na gut, die Decke wird dann ja hier auf der Höhe sein. Also von daher geht das schon. Das ist ja hier nur die Außenwand. Oh, da dann wieder normales Holz nehmen. Ich glaube ja, ne? Dann haben wir nämlich hier auch dann schon mal die Decke drin. Das heißt, ja, das ist wieder hier natürlich nicht... Gut, da muss dann ein Ganzer rein. Ist von außen ja relativ egal, sieht man ja sowieso den Unterschied nicht. Das ist dann halt nur von innen. Und von innen hat man dann halt da oben so eine kleine weiße Kante irgendwie zur Decke hin. Das ist schon okay. Oder wir... Ach nee, da ist die Außen. Shit. Beziehungsweise... Nee, das fängt da drüber an. Nee. Man hat dann halt innen einfach eine weiße Kante an der Decke. Das ist schon okay. Ah, und hier ist dann das Loch für die Leiter. Ach nee, das geht ja auch nicht. Na, gucken wir mal. So, wenn man die jetzt irgendwie wieder zu irgendwas bauen könnte, dass man da irgendwas draus machen kann, aber das ist auch wieder nur so ein Müllding. Da kann man halt nichts weiter draus machen. Das ist... Na. Wir gehen... Auch immer schmeiße ich das weg. Wir gehen immer eben rennen. Oh, ist natürlich jetzt von... noch relativ unspektakulär, weil es halt sehr offen ist. Was tut man nicht alles, wa? 7 reichen nicht. 8 reichen auch nicht. Doch, 8 reichen vielleicht für eine Seite, ne? Müssen eigentlich. So, weil, wie gesagt, ne, von außen sind die halt trotzdem eben irgendwie mit der Seite. Von innen hat man dann hier eben so eine Kante.
Ja. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man hier auch mit Slabs arbeiten und dann hier eben oben so eine Treppe dran setzen. Also statt den hier Slabs und Treppe ist ja dann hier so eckenmäßig und würde dann hier oben rüber gehen. Hier auf der Seite halt genauso. Ah, 2, 4 noch. Ja. Naja, und von außen halt, ne? Ist es halt dann zu. Hier ist halt einfach direkt irgendwie dran, weil hier eben das nicht reingeht. Das ist halt einfach so. Und hier oben auf dem Dach, ja, da müssen wir mal gucken. Könnt natürlich dann die... Ja, diese Dachgiebel hier so seitlich hochziehen. Nur, dass das einfach so ein bisschen gedreht ist und dass der dann eben nach vorne und hinten dann eben die glatte Dachfront hat. Ja, wir machen jetzt erstmal hier eine Öffnung. Junge, was machst du denn da für eine Scheiße? Ich finde das ja schön, dass man jetzt so malen kann. 5, 6, 7, ach komm. Das reicht schon. Ja, muss man gucken, ob die Leiter dann so tatsächlich funktioniert. 3D-Leiter übrigens. Weil ich es kann. ja, muss man schauen. Aber wir können hier auf jeden Fall zumindest schon mal andeuten, auf jeden Fall auf einer Seite, wie es dann aussehen könnte. Das heißt, hier... Hier. Und da unten, klar, natürlich. Die setze ich jetzt aber erstmal nicht. Das ist mir jetzt gerade mal zu viel Aufwand. Und Holz. Gut, hier wäre dann halt jetzt der Boden irgendwie eins höher eigentlich noch. Weil ja die ganze Konstruktion hier eins höher ist, deswegen ist hier der Boden... Das passt dann da oben natürlich nicht mehr. Aber das ist ja eh nur so ein Nutzbereich. Das heißt... Ach komm, wir machen es doch mal eben ordentlich hier. Da ein hin. Da ein hin. Hin. Zack. Und hier auf der Seite ebenso. Zack. 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 So, und von unten gegen, ne? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja, man sieht, wo das Spiel hingeht. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr genug Material für, das heißt, ich muss dann auch mal losgehen. Aber hier auf der Seite bauen wir es auch mal eben kurz zu. Na. So. So.
wollte gerade sagen, wieso ist das denn hier eigentlich schon wieder so finster? Kann man eigentlich die hier gegensetzen? So. So. Ja, Dachgiebel gehen dann halt jetzt hier nach links und rechts raus, anstatt nach vorne und hinten. Hier könnte man ja vielleicht sogar noch irgendwie so ein Fensterchen. Wie breit wäre das denn? Das wäre 3. Das wäre ein bisschen wenig, ne? Könnt ihr die äußeren? Ne, 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 ne. Da kann man immer noch mal gucken, wie es denn läuft. Aber ansonsten, ja, ja, es wird, es wird, es wird. Türmchen ist gleich drauf. Durchgang, ja. Hier oben sind wir halt sehr eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Entweder setzt man hier Slabs hin, dann wäre das hier auf einer Höhe. Oder man setzt hier ganz schmale Dinger hin. Hier, ein von denen. Hat dann aber das Problem, man kriegt halt irgendwie seitlich da nichts mehr dran, weil es keine gibt, die hier schmal sind und hier, hier vorne irgendwie so abgeflacht sind. Da muss man mal gucken, wie wir das machen. Drei Folgen, das passt. Halt, stopp! Eigentlich habe ich doch noch ein bisschen Bock. Wollen wir auch noch ein bisschen weitermachen? Wir höhlen zumindest mal den Keller aus, würde ich sagen. Dann sollte es dann aber wirklich gewesen sein. Achtung, Überlänge, Überlänge. Ich bin schon wieder am... Ich bin nur am Verhungern hier. So. Wir brauchen davon ein. Wir brauchen davon ein. Und wir brauchen davon ein. Und da habe ich nicht genug Platz für im Inventar. Das heißt, wir schmeißen mal ein bisschen Clay weg. Der kommt jetzt mal hier in die Kiste, wo er hingehört. So. Das ist doch hübsch. Das rutscht mal nach unten. So. Und schon haben wir wieder Platz im Inventar. Dam, dam, dam. Das Eimerchen, das haben wir noch. Das heißt, jetzt geht die bunte Mische wieder los. Ein hiervon, ein davon, ein davon. Zack, 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 zack. Ding. Einmal ein bisschen Feuer. Ach, hier hätten wir jetzt auch noch Steine. Da hinten ist er. So. Kleinen Momentchen brennen lassen. Ich hoffe, das wird die Tage wieder ein bisschen kühler. Ach, momentan ist echt wettertechnisch. Meine Güte, was ist hier wieder los, ne? Alles Auswirkungen des Klimawandels, auch wenn Jörg Kachelmann mir jetzt widersprechen würde. So. Schon haben wir nämlich ein Mese für die gute Schaufel. Und mit dieser guten Schaufel, da werden wir jetzt mal den guten Keller von der guten anderen Seite da hinten ausheben. Hui! So ist doch schön, so muss das laufen. Ja, hier wäre dann die Innenseite von dem was auch immer. Und die Hacke, die reicht auch nicht. Ich mach gleich mal eine neue. Ja. Das heißt, wir machen das ganze Spielchen da unten jetzt nochmal und die hau ich jetzt auch mal eben weg. Hier, die nerven mich. So. Wir brauchen 3 davon. 3 davon und 3 davon. Und dann gehen wir mal eben runter an den Fluss. Ach ne, wir haben hier oben unser Dings. Der unendliche Brunnen. Können wir nämlich gleich mal hier ein bisschen auffüllen. Zack, zack. Ah ne, erst bauen, dann
So. Zack. 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 So ist hübsch. Und hinein damit. Auch da wieder kurz Augenblick warten. Ah. Bah. Bah. Ekelhaft. Widerlich. Ich werde mal ein bisschen nachspülen. Und sonst so? Außer dass es warm ist. Und das Tuch inzwischen auch irgendwie ziemlich durch ist. So. Haben wir das auch wieder geschafft. Zack. So, gut, dann auf ein neues. Ich habe auch diesmal nichts fallen lassen. Nee, sehr schön. Holzen wir mal den Stein weg. Holzen wir den Stein. Alles klar. Wir holzen mal den Stein weg. So. Doch, muss auch weg. Oh, ich bin wieder voll. Ich bin eh immer voll, aber mein Inventar ist voll. Eben noch kurz weg hier, die Hacke, dann hat sich das auch erledigt. Genau. Ja, hier müssen wir mal gucken, weil hier müsste ja eigentlich von außen irgendwie, es wird ja komisch aussehen. Vielleicht lassen wir es hier auch dann, wie es ist. So. Irgendwas werden wir uns da schon einfallen lassen. Vielleicht könnte man hier ja tatsächlich auch mal gucken. Wir haben jetzt da vorne eine Tür. Da. Dass wir hier vielleicht irgendwie den Zugang zu dem eigentlichen Lagerkeller machen. Na, weil der andere, der kleine ist, ist ja wirklich nur so ein, ja, da stehen halt ein paar Kisten rum. Aber so wirklich ein Keller ist das ja nicht, abgesehen davon, dass der natürlich nicht unterirdisch ist. Aber erstmal machen wir hier im Boden ganz normal rein. Ob man dann irgendwie guckt, wie man das dann tatsächlich irgendwie mit dem Abstieg macht. Den Abstieg, den könnte man natürlich auch hier irgendwie schon anfangen. Könnte man hier zubauen, dann könnte hier so diese Lücke, den Cobblestone so ein bisschen verstecken. Aber wie gesagt, erstmal machen wir hier zu. Damit wir erstmal eine Fläche haben, mit der wir arbeiten können. Sagen, nicht genug Cobblestone. Bisschen was müssen wir eh gleich nochmal brennen, weil wir noch irgendwie Wände brauchen.
Scheiße. Scheiße, scheiße, das funktioniert so nicht. Das ist ja aber blöd nun. Was machen wir denn nun? Das wäre sonst hier viel zu eng alles. Guck mal, hier muss auch wieder zu. Scheiße. Scheiße. Das wäre viel zu eng. Das wäre sowas von viel zu eng. Außer wir ziehen hier eine Decke rein. Und runden die dann so ein bisschen ab hier vorne. Wobei halt hier irgendwie das keinen Sinn mehr ergeben würde dann. Ach, scheiße. Oder man macht hier zu. Hätte dann hier halt nur so einen kleinen Raum. Und dann halt wirklich den Abstieg. Ich glaube, so machen wir das. So machen wir das. Hier kann man jetzt auf jeden Fall schön rein und raus gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Können auch eigentlich mal eine Fackel reinstellen. So. Rums, da ist die Tür wieder zu. Ist ja immer, wenn man mit den Türen so knallen muss, ne? Gut. Ja, hier wäre halt eben die Außenseite und, naja, gut. Das muss leider so bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier könnte man, naja. Nee. Das bleibt so. Das bleibt so. Da müssen wir mal gucken. Hier müsste das eigentlich ja auch irgendwie. Ja. Wir lassen es jetzt erstmal so. Tür und Abstieg eventuell in den Keller. Da kann man dann immer noch mal gucken. Wir machen auch mal ein bisschen Licht. Da schauen wir dann immer noch mal. Gut, dann. Oh, Viertelstunde. Eine Viertelstunde hat es gebracht. Na gut, okay. Bevor es jetzt wirklich dunkel wird wieder. Das war's für diese Woche. Beziehungsweise für die letzten 3 Wochen. Für diese Aufnahmesession. Da müssen wir mal gucken. Wenn es dann nicht mehr so warm ist, dann ist das Gehirn auch keine Frikadelle mehr. Dann gibt es auch vielleicht ein bisschen besser mit dem Bauen. Aber bis dahin nochmal ein bisschen Schweiß von der Stirn tupfen. Oh, und so schwitzig. Ach, läuft ihm die Suppe echt in die Augen, ne? Gut, jetzt ist doch dunkel geworden. Was soll's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.